Frau Bundeskanzlerin, da es sich um ein bilaterales Treffen handelt, im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass ein vietnamesischer Geschäftsmann aus Berlin entführt wurde unter Einschaltung auch slowakischer Regierungsinstitutionen. Hat das in Ihren Augen die vertrauensvolle Zusammenarbeit der beiden Länder beeinträchtigt? Sehen Sie die Aufklärung hinreichend fortgeschritten? Ja, wir haben das kurz angesprochen, weil wir natürlich an einer Aufklärung interessiert sind, aber ich habe hier keine Zweifel daran, dass es sogar keine Auswirkungen hat.